Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, den müssen wir auch ganz schnell dazwischen schieben, weil das so wichtig ist. Und es ist endlich mal wieder ein Mann. Ich habe ja Frauenüberschuss, aber jetzt sitzt hier ein richtiger Mann. Herzlich willkommen, René. Ich freue mich, dass du da bist. Ein richtiger Mann. Ja, liebe Sarah, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich jetzt den männlichen Part etwas besser vertreten kann hier. Testosteron pur sitzt hier gegenüber. Auf jeden Fall. Und ja, also wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe gesehen, dass oder vielmehr gehört, dass dein Podcast so eine große Reichweite hat, dass der Podcast von der Martina, von meiner, die Moderatorin von der Body, Mind & Soul und Mitveranstalterin, die war bei dir und aufgrund dessen, weil der in Deutschland so gut gehört wird, dein Podcast, haben schon einige Menschen gebucht bei uns. Und da dachte ich, hey, Moment, da du muss ich auch hin. Okay, geil, jetzt bist du hier. Wir haben viel zu erzählen, beziehungsweise hast du viel zu erzählen. Aber ich möchte ganz vorne anfangen. Und zwar, wann warst du das erste Mal auf Mallorca? Gute Frage. Und zwar, du wirst jetzt staunen. Ich habe selber darüber gestaunt, weil ich musste ja nachdenken. Ich weiß ja, dass du diese Frage jedem stellst. Und ich musste dann so schmunzeln, weil ich war wirklich das erste Mal auf Mallorca. Ich war ja nie ein Mallorca-Liebhaber, sondern ich war immer die Ibiza-Fraktion. Und ich wurde damals eingeladen, jetzt wirst du, also ganz, ganz weird, zum Opening vom Megapark. Erster Abend Megapark, da Gary Ansteiner und Chris Ansteiner in ihren weißen Anzügen dort. Ich sehe es noch vor mir. Ich bin eingeladen worden von einer ganz lieben Bekannten, von der Schlick, wie heißt sie? Die, nicht Claudia, Colette Schlick, ein kleines It-Girl aus Österreich. Die hat gemeint, da muss ich unbedingt hin für meine Bungee-Anlage. Damals war ich auf der Suche. Und da hab ich eben den Gary und den Chris kennenlernen dürfen und auch meinen damaligen Geschäftspartner, den José Cascarossa, der jetzt auch der Eigentümer ist von unserem Sponsor, von Marigold, von diesem tollen Bier. Und so hat es begonnen. Da ist dann die Reise Mallorca losgegangen im Jahr 2000. Es ist so krass, du hast so viel gemacht. Lass uns mal ganz kurz da reingehen. Also du kommst aus Österreich. Österreich, ja. Okay. Steirerpur. Was man ja auch hört. Ganz und dann genau. Hast du dich urlaubsmäßig viel auf Ibiza rumgetrieben oder auch geschäftlich? Also du redest vom Bungee, du hast schon so viel gemacht. Ja, also ich hatte auf Ibiza auch Geschäfte, ja. An Playa de Bossa hatte ich eine kleine, also die Bungee-Kugel und einen, war ich anteilig an einer Diskothek beteiligt, damals noch eine ganz kleine, weil es war Ende 90er Jahre. Und ansonsten war ich eher der Urlaub Ibiza Party Animal. Genau, und eben Hausmusik und die Richtung, also mit Megapark und Schlager und so hatte ich damals noch nicht so viel am Hut. Und habe ich auch heute noch nicht, muss ich zu... Heute noch nicht oder nicht mehr? Nee, weder noch, ich habe es eigentlich immer mehr. Das ist lustig, wenn du im Megapark arbeitest, dann irgendwann nach Jahren blendest du die Musik komplett aus, weil ich hab in den ersten 2, 3 Jahren wirklich diese Musik geträumt, aber nicht auf angenehme Art und Weise und habe das mehr als richtig Torture empfunden, weißt du, so, das war jetzt nichts, womit man sich das Gemüt wirklich oder seine Seele wirklich nee, massieren lässt, sage ich jetzt nochmal. Ja, ja. Und also mit der Musik habe ich auch heute noch nicht so wirklich Freundschaft gemacht, aber ja, also der Weg zum Megapark war geebnet im Jahr 2000. Aber, warte, lass uns da nochmal reingehen. Also die Eröffnung war wann? Für die, die es nicht wissen oder nicht dahin gehen, so wie ich. 2000. 2000 war die Eröffnung vom Megapark. Da bist du eingeladen worden und dann, ich kenne ja deine Geschichte aus einem anderen Podcast, den schönen Podcast mit Ingo. Ja. Und du warst ja damals der Geschäftsführer vom Megapark. Genau, also ich habe... Und wie bist du da hingekommen? Du warst eingeladen und dann bist du ja nicht gleich Geschäftsführer geworden. Nein, oh, da war noch ganz viel dazwischen. Also ich bin eingeladen worden,
habe eben dann dort meine ersten Kontakte geknüpft, was Mallorca anbelangt, habe dann ein Jahr später eine Diskothek übernommen in Calamior, gleich hier in der Nähe, die Diskothek Q, die größte Diskothek an der Ostküste. Gibt es die eigentlich noch? Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Also ich denke schon, das ist ein super schöner Komplex mit ganz tollen Chiringuitos vorne draußen, ein wunderbarer Garten, drei Tanzebenen, richtige Hardcore-Haus-Diskothek, war eine lustige Zeit, genau. Und das war dann eben damals mit dem José Cascajoso zusammen und noch mit einem ganz Lieben aus Baguera, der ist leider auch schon gestorben an Krebs, also schwieriges Thema. Aber bist du da denn schon ausgewandert gewesen oder hast du das noch von Österreich gemacht? Nee, also ich habe in Österreich meine Event-Firma betrieben, die Disgeneration SL, da haben wir eben Bungee-Kugeln gebaut und haben auch Events gemacht. Ich war beim GTI-Treff immer dabei, Formel 1, Spielberg, diese ganzen Events habe ich mit abgearbeitet und eben hatte auch Funparks in Kroatien, Split, in Saalbach-Hinterklemm im Winter. Also ich war schon ganz, ganz fleißig im Event-Marketing tätig zu dem Zeitpunkt und eben im Sommer hier, genau. Okay, das heißt, dann hattest du hier deine Disco, aber das war ja jetzt noch nicht, du bist ja komplett ausgewandert, sonst wärst du jetzt nicht in meinem Podcast, ne? Genau, also komplett ausgewandert bin ich dann nach meinem ersten Jahr hier auf Mallorca. Allerdings bin ich dann mit erwähnten Fahnen von Mallorca geflüchtet, weil das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, das erste Jahr mit der Disco DQ, und bin nach Marbella. Habe dort ein Chiringuito übernommen bei einem guten Freund von mir, beim Santi, und habe dann 8 Jahre lang in Marbella gewohnt, wovon aber die letzten 3 Jahre bin ich immer jede Woche hin und her geflogen. Von Malaga war ich immer 3 Tage hier, 4 Tage hier, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war ich hier auf Mallorca und 3 Tage in Marbella. Und das habe ich 3 Jahre lang betrieben. Also habe ich sehr viele Punkte gesammelt bei Eurowings und konnte immer gut gratis frühstücken und so, VIP-Bereich, und habe für den Flug aber nur 10 Euro bezahlt. War eine coole Sache, ja. Aber lass uns nochmal in deine Auswanderung reingehen. Das heißt, du hast dann hier die Disco Q gehabt und bist dafür dann ausgewandert. Oder wie kam die Entscheidung, Österreich quasi zu verlassen, Sachen zu packen und wirklich sagen, Mallorca wird jetzt meine Base? Warst du da schon in Mallorca verliebt oder bist du es gar nicht? Ist es nur Business oder wann kam so die Liebe? Nein, also die Liebe zu Spanien kam natürlich bereits nach den ersten 2 Wochen hier. Du hast als Österreicher, bist du ja gewohnt, in einer sehr festen Struktur dich zu befinden. Du hast von der Gesellschaft wie auch vom politischen System ja deine Normen vorgegeben und die ganz normalen 9-to-7-Jobs und das Sonnenauf- und Untergang relativ eng beieinander und sehr viel Regen und verbissene Gesichter und die Bauern, die am meisten schimpfen, haben die größten Kartoffeln. Alles diese Konzepte kannst du mit einem Schlag über Bord werfen, wenn du den Lebensstil Spanien kennenlernst. Und das ist natürlich Balsam für die Seele. Also noch mehr zu lieben begonnen habe ich natürlich Spanien in Andalusien. Die sind ja noch viel mehr Manjana als die Mallorquiner. Und da hat es wirklich dann begonnen. Da geht noch viel mehr. Also da ist ja Mallorca, ist Österreich weitaus näher als Andalusien. Andalusien ist ja mehr oder weniger fast Afrika. Und die Costa del Sol ist ein Traum. Also wenn ich nicht Kinder hätte, dann wäre ich wieder dort. Okay. Aber es ist halt hier mehr Struktur, hier ist mehr Sicherheit vorhanden auf Mallorca. Und es ist auch krisensicherer. Also ich hatte die Entscheidung getroffen 2008 bei der Weltwirtschaftskrise, dann wirklich nach Mallorca zu ziehen, weil ich habe gesehen, in Marbella ist nichts mehr gegangen. Da war echt Schicht im Schacht von einem Tag auf den anderen. Aber hier auf Mallorca haben wir noch immer Rekordumsätze gemacht. Ach, krass. Und da war damals für mich die Entscheidung, okay, Moment, das einzige wirklich krisensichere Konzept, was Tourismus anbelangt, ist Mallorca. Mit seinem Massentourismus, auch mit seinem günstigeren Tourismus, da kann Krise kommen, was will. Auch der normale Arbeiter, der das ganze Jahr über auf seinen Urlaub spart,
lässt sich durch eine Krise diesen Urlaub nicht nehmen. Das stimmt. Und damit ist da hier immer... Meinst du, es bleibt auch so? Ja, 100%. Wir schlittern ja von einer Krise in die andere. Ne? Na ja, wir schon, aber wir spüren es ja auf Mallorca nicht so. Wenn du in die Welt reinschaust, wie es gerade im Moment überall zugeht, da leben wir hier auf der Insel der Glückseligen. Wir haben ein Paradies hier auf Mallorca. Ja. Und daher ist es ja eigentlich relativ leicht gefallen, diese Entscheidung schon 2008 hier komplett ansässig zu werden. Okay, aber warst du doch noch allein unterwegs oder hattest du da schon Familie? Also deine Kinder, die sind glaube ich noch klein. 2008 wurde mein Sohn geboren. Ah, okay. Da war ich schon liiert mit meiner ersten Frau. Und genau, und da begann ja eigentlich auch mein Weg in die Seriosität, wenn du so möchtest, weil Vater, ja. Da musst du schon ein bisschen anders denken. Da geht es nicht mehr so um dich selber, sondern da musst halt auf einmal doch auch für so einen kleinen Knopf sorgen. Mhm. Und genau. Knopf und im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau, René-Knopf. Jetzt auch sehr passend zu meinem neuen Business, der Benjamin-Button-Effekt, ja, setzt geil. Auch bei mir voll ein, ganz ja. klar. Okay, also erzähl mal, wie lange hast du Skew gehabt hier? Ein Jahr. Okay, und das hat nicht funktioniert und dann hast du Insel wieder verlassen. Ja, total Katastrophe. Also, was hat denn nicht funktioniert? Was war denn das? Da war die Erwartung vom Eigentümer, die geschürt wurde bei uns, war so weit weg von der Realität. Also wir hatten ganz tolle DJs, wir haben auch mit dem DJ Sammy und der Luna zusammengearbeitet und also wirklich cooles Konzept. Nichts hat funktioniert. Also wir sind da in die Vollen gegangen, haben, glaube ich, alle gemeinsam knapp 200.000 Euro verloren bei dem Projekt. Okay, das war gar nicht deine Disco, wurdest du als Geschäftsführer angeholt oder wie? Nee, schon meine Diskothek, wir waren drei Eigentümer. Ah, okay. Und genau, und also 33-prozentige Eigentümer damals im José Cascajosa, der Deutsche aus Baguera und ich. Und ja, okay. Hat leider nicht so funktioniert, war sehr viel Lehrgeld. Ja, kann passieren auf Mallorca, ne? Ja, das passiert vielen, da ist ein Kommen und Gehen. Aber wie lange bist du schon hier auf Mallorca? Ich bin jetzt 5 Jahre hier. Bin auch schon ein paar Jahre länger mit der Insel verbunden und mit der Finca und so, ne? Ja, na 5 Jahre, da kann man schon sagen, da bist du am richtigen Weg. Ja, und wie gesagt, man sieht die Leute kommen und gehen und sieht auch viele Leute, die viel Geld verlieren, weil sie falsch beraten oder investieren und so. Das gehört halt dazu, ne? Die Insel prüft einen halt. Ja, und dich hat die Insel sehr geprüft. Dann bist du halt Mabea und wann kam der Megapark? 2008. Okay, dann haben die dich geholt quasi. Nee, also geholt nicht, sondern ich bekam endlich die Möglichkeit, dort Geschäfte zu machen. Also ich habe als Subunternehmer begonnen im Megapark, habe zuerst meine Bungee-Kugel dort unterbringen können und habe dann sukzessive alle Subunternehmer aufgekauft und war am Ende 2011 hatte ich selber fast 80 Mitarbeiter im Megapark als Eigenunternehmer. Wahnsinn. Bis irgendwann einmal der Eigentümer hergegangen ist und gesagt hat, hey Moment, du machst dir mehr Kohle als ich mit meinem Megapark. Jetzt wird es Zeit, dass du das gesamte Schiff übernimmst. Und das habe ich dann getan als Direktor. Krass. Genau. Und wie lange hast du das gemacht? Bis Ende 2015, bis November 2015. Wo da weißt du eh, da haben schon einige Untersuchungen damals begonnen gegen die Gruppe. Und da war öfters... Gerade Zivil bei mir im Büro und ich wurde auch einvernommen bezüglich Dingen, die irgendwann in den 70er Jahren stattgefunden haben und keine Ahnung. Aber ja, war nicht so schön. Okay, willst du darüber sprechen? Da gibt es, glaube ich, nicht viel darüber zu reden. Es ist ja eh alles breit getreten und der Eigentümer ist ja auch frei gesprochen und der Richter und der Staatsanwalt ist im Gefängnis. Also mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ist jemand. Die jetzt nicht so am Ballermann sind. Ich weiß einiges nur von den Podcasts von Ingo. Das 17. Bundesland, falls ihr da mal reinhören wollt. Und der erzählt halt manchmal solche Sachen mit dem Korsak, ne? Ja, der Ingo ist da ja ganz tief verbandelt. Ja, ja. Der hat ja dem Korsak schon öfters auch Gutes getan. Der hat damals die,
Das Paradise hat er ja komplett geboostet, dadurch, dass er erzählt hat, dass da auf der Bühne ganz schlimme Sachen stattfinden. Auf einmal war das der volle Hype. Er wollte eigentlich irgendwelche Missstände aufzeigen, ja, aber hat das Gegenteil bewirkt. Und ja, und seitdem ist er ein guter Freund der Gruppe, mehr oder weniger. Aber der Ingo hat nach wie vor immer wieder die Gabe, den Finger in die Wunde zu drücken und nach wie vor gerne auch Missstimmung dort zu verbreiten. Aber das ist als Journalist, da ist das ja auch seine Aufarbeit. Genau. Genau. Und er macht es super. Ja, er macht es super und er ist bei manchen auch nicht so ganz beliebt und wird dann auch nicht mehr eingeladen. Ne? Ja, ganz genau. Nee, aber es sollte ja auch so sein. Damit zeigst du ja auch deine Authentizität und deine Ehrlichkeit. Ja, und das ist schon sehr, muss man sagen, Chapeau, hat er gut in den Griff bekommen, weil er ist ja auch schon Ewigkeiten hier. Ja, ja. Die Insel hat ihn geprüft und er ist nach wie vor hier. Also er macht alles richtig. Ja. Er ist aber nicht ganz hier, sonst hätte ich ihn ja auch mal eingeladen. Er arbeitet ja nur quasi hier und dann fliegt er auch immer nach Hause. Er ist ja kein Auswanderer. Ja, also ich würde ihn schon als dazugehörig bezeichnen. Ja, okay, da müsstest du mir mal einen Kontakt machen. Aber jetzt wollen wir über dich sprechen. Das heißt, bis 2015 warst du im Megapark. Ja. Und hast du denn da noch andere Events gemacht oder hat dich das komplett ausgefüllt? Nein, wie gesagt, ich war ja immer selbstständig, also hatte immer meine eigenen Firmen, meine eigenen Restaurants, Hotels, Projekte. Boah, ich habe so viel gemacht. Auch nebenbei, was natürlich auch dann dem Megapark nicht so gut gefallen hat, weil, wie gesagt, ich wollte ja nie, Angestellter sein. Und das war natürlich in der Gruppe jetzt nicht ganz so gerne gesehen, dass es da jemanden gibt, der eigentlich sein Gehalt nie abholen kommt, weil das nicht notwendig hatte und noch ganz viele andere Dinge nebenbei gemacht hat. Ja. Und das war ja auch immer so ein Knackpunkt, wo ich mit dem Generaldirektor nicht ganz so klar gekommen bin und hin und her. Aber am Ende des Tages, sie haben es akzeptieren müssen, ganz klar. Ja. Also mir hat das Restaurant Ocean gehört, das Fuji, das Perla 7. Ja. Ich hatte eine Konsulta mit dem Dr. Rosina gemeinsam. Damals schon Anti-Aging, einer der ersten Botox-Ärzte auf Mallorca, wo wir auch diese Hangover-Therapie eingeführt haben mit ionisiertem Sauerstoff und Infusionen mit hoher Vitamin-C-Gabe und ganz vielen Mineralien drin und hast du nicht gesehen. Also es hat immer ganz neu. Ich habe auch zum Beispiel das Flyboard nach Mallorca gebracht von Mabea. Ach. Im Jahr, und da habe ich mich voll mit der Kapitania angelegt, weil die haben mir dann am Schluss, ich habe wirklich alles erfüllt. Die sind jede Woche, haben die eine neue Richtlinie herausgebracht, was ich zu erfüllen hatte. Und am Schluss musste ich für meine Zodiac, eine 6 Meter Zodiac, einen Kapitän anstellen, der normalerweise Kreuzfahrtschiffe fahren durfte, damit wir du lachst jetzt, aber ich hatte alles erfüllt. Ich habe immer bis zum Schluss, bis die mir dann wirklich eine Strafe von 100.000 Euro angedroht haben, habe ich wirklich kontinuierlich alles umgesetzt, was die mir an neuen Gesetzen sozusagen vorgeworfen haben. Bis ich dann irgendwann mal natürlich nicht mehr konnte, weil 100.000 Euro als Strafe ist keine Kleinigkeit. Nee. Und da hat dann eben Mardi Mallorca, das ist diese große Gruppe, die ganzen Balnearios am Ballermann haben, gewonnen. Und die haben das dann übernommen von mir und glaube ich, verdienen heute noch gutes Geld damit. Wahnsinn. Du bist mega vernetzt, ne? Du kennst ja, glaube ich, jeden. Also dein Kontaktbuch ist schon sehr voll, ne? Ja, es gibt auch viele neue immer wieder, jetzt gerade durch mein neues Leben. Ich dachte auch, ich kenne viele, aber jetzt kommen ganz viele andere, tolle Menschen dazu, wo ich, also zum Beispiel eine Kimberly Steeb, die seit 20 Jahren hier auf der Insel. Auch in meinem Podcast übrigens. Die war schon mit dir im Podcast? Ja, ganz am Anfang, ich glaube Folge 7 oder so. Ja, so toll. Nein. Da habe ich es aber noch draußen gemacht, das ist sehr windig. Ja. Und dann ist die Tonqualität sehr schlecht gewesen, deswegen wollte ich das mit dir auch nicht in deinem Restaurant machen, weil die Leute dann abschalten. Aber den schicke ich dir mal. Das also jetzt nicht abschalten, bleib dran, da kommen noch ganz viele Spannungen. Sachen. Also genau, solche Menschen finden jetzt den Weg zu mir, wo ich niemals erwartet hätte, dass es so eine große, coole Community gibt auf Mallorca und ich bin erstaunt und glücklich und dankbar dafür, dass ich diesen Weg jetzt gehen darf. Also sensationell. Und also ich habe ein riesen Netzwerk von all diesen früheren Kontakten, aber du wirst es nicht glauben, die wenigsten davon könnte ich jetzt in meinem neuen Leben nutzen.
Doch, das glaube ich dir sofort. Ich möchte gerne noch mal kurz in dein altes Leben rein, weil du da sehr offen drüber gesprochen hast und das tun halt die wenigsten. Möchtest du da kurz mal reingehen? Weil du Ja, warst sehr natürlich. tief. Schau, ich wäre heute nicht hier bei dir, wenn nicht alle diese Dinge passiert wären. Ja. Ich bin dafür dankbar, dass sie passiert sind. Ich bin insofern sehr dankbar, weil ich habe noch beide Beine, beide Füße. Mein Gehirn funktioniert nach wie vor und ich fühle mich gesünder und glücklicher als je zuvor in meinem ganzen Leben. Und ich bin 53 und ich habe so viele Höhen und Tiefen erlebt, dass dieser Körper normalerweise extremst kaputt sein müsste und mein Gehirn noch kaputter und meine Seele ja so und so. Aber es ist alles heilbar, wenn du den richtigen Weg findest und wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und ich gehe diesen Weg jetzt seit 3 Jahren und ich kann es nur jedem ans Herz legen und deswegen ist es mir ja auch so ein wichtiger Punkt, den Menschen zu zeigen, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Und dafür gibt es ja auch die Body, Mind and Soul, auf die kommen wir wahrscheinlich ein bisschen später zu sprechen. Was war früher in meinem Leben? Mein Leben hat natürlich beinhaltet Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und ob du da jetzt selber auf der Bühne stehst oder für Menschen die Bühne bietest, das macht in dem mit dir keinen Unterschied. Du bist mit am Feiern, du bist mit in Backstage, du bist mit in allen VIP-Bereichen, du wirst eigentlich noch mehr umgarnt als der Künstler selber, weil du bietest ja die Bühne, jeder will auf die Bühne und damit ist das für jemanden, der eben den Megapark leitet, ganz schwer, Nein Nein zu zu sagen. sagen, wenn du so möchtest, zu allen möglichen Varianten, die das Leben so bietet. Das glaube ich dir sofort. Deswegen, Vor allen Dingen, du bist ja ein sehr gut aussehender Mann. oh, Das ist ja noch, Dankeschön. das ist ja doppelt so schwer, oder? Ich meine, Ja, die finden nein. sich doch nackt vor deinem Bauch. Ja, also wenn du so möchtest, das war schon früher immer natürlich nicht so schwer für mich, Kontakte zu knüpfen. Ganz klar, aber natürlich, wenn du dann in so einer Machtposition bist, ist es natürlich dann verliert es aber auch komplett an Wertigkeit. Du Natürlich. Verlierst auch komplett den Sinn für das Leben, du erfreust dich an nichts mehr, deine Dopaminspitzen sind täglich so intensiv hoch, dass du, egal was dann kommt, da kann dir jemand einen Ferrari schenken oder da kann die hübscheste Frau auf einmal vor dir stehen und sagen, komm, haben wir Spaß, es gibt dir nichts mehr. Du verlierst komplett den Boden unter den Füßen und weißt gar nicht mehr, wo du dich im Hamsterrad befindest. Und es Ist ist kein schönes Dasein, kann ich dir sagen. Du das durch gehst. den Megapark passiert oder hattest du es vorher schon? Oder ist es die Also, Szene in dem nee, also. drumherum, Ballermann und. Nein, 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 nein. Also, ich hatte das erste Mal richtig Party gemacht, schon mit 25. Das war eben, da habe ich eine Security-Firma geleitet und da ist ein Freund gerade von einer Party gekommen mit dem Falco, unser lieber Hansi Hölzel, ist ja Oh auch berühmt für seine Partys. Und da hatte ich das erste Mal schon Kontakt mit Kokain. Und Also, ganz ehrlich, echt? Also, ich meine, du kennst sie ja alle, also die ganzen Promis. Das heißt, hast mal eben mit Falco eine Line gezogen. Wie kann ich mir das das werde ich hier vorstellen? jetzt so nicht kommentieren, Okay, ich aber dachte. ja, natürlich, wenn du in dem Metier bist und dann bist du Backstage und dann siehst du sehr viel und dann kannst du an sehr vielen Dingen teilhaben und es ist dann echt schwer, Nein zu sagen, wenn du siehst, wie cool, wie Riesenfreude alle haben und wie cool die Party abgeht und wenn du einmal dann vom Kuchen naschst, dann weißt du, wie lecker der sein kann. Und auch wenn der Kuchen dann im Magen zu Staub zerfällt und eigentlich gar keinen Nährwert hat, wenn du so möchtest, ist der erste Bissen natürlich immer sehr lecker und Und sehr so war verführerisch. der Einstieg. Und dann kommt Das, man ja, schwer wieder Einstieg, raus, ne? genau. Und dann hat halt eine Party die andere abgelöst, ganz klar. Und das aus einer Party wurde dann ein 30-Jahres-Party-Leben, wenn du so möchtest. So lange hat dein Körper das mitgemacht.
Ja, also 25 eigentlich, ja, wenn du so möchtest. Ja, 25 Jahre ist eigentlich, ja, viertel Jahrhundert ist ausreichend. Ja. Ja. Und wann war der Pain so groß, dass du die Reißleine gezogen hast? Weil die hast du ja gezogen irgendwann. Ich hatte öfters versucht, die Reißleine zu ziehen, nämlich schon im Jahr das erste Mal auf Entziehung war ich in Cordoba. Das war im Jahr 2011, glaube ich. Da habe ich damals schon das erste Mal gemerkt, hey Moment, das kann so nicht mehr weitergehen. Da war noch, also das hat nichts mit dem Megapack zu tun oder nichts mit dem, sondern das ist wirklich dieses kontinuierliche, sich selber nicht kontrollieren können und eben von diesem Kuchen naschen wollen Effekt, der ist da. Und das Hauptproblem ist aber, dass die Schulmedizin keine Antworten hat für Menschen wie mich und auch für viele andere Menschen, die auf der Suche nach Antworten, nach Gesundheit, nach einer Möglichkeit raus aus diesem Suchtverhalten, ganz schwieriges Thema. Mhm. Und das kann, ich meine, ich habe den Weg jetzt zum Glück gefunden, ist jetzt kein, könnte schon ein Blueprint für viele sein, aber du musst bereit sein, mit dir selber zu arbeiten und vor allem Verantwortung zu übernehmen für dich selber. Ja, aber das sind ja viele erst, wenn der Pain so groß ist. Also wenn, weißt du, ich meine, du sprichst von deinem ersten Kind, ne, das ist ja da dann schon da. Mhm. Da denkt man ja auch, man will das ja auch für seine Familie, aber man schafft es ja nicht mit Hilfe der Schulmedizin oder wie auch immer. Also da war der Schmerz ja noch nicht so groß. Er war groß genug, dass ich bereit war, in eine Klinik zu gehen, ne? Und dass ich bereit war zu sagen, ich kann nicht mehr alleine aufhören. Okay, aber dann kommst du da raus, bist kurz clean und dann geht's wieder los. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ganz genau. Also Cordoba waren die ersten 10 Tage, glaube ich 2011 war das. Da bekommst du dann, das war auch das erste Mal, dass ich in Kontakt gekommen bin mit Diazepam, also mit einem Morphium-ähnlichen Präparat, wo du auf einmal natürlich komplett sedatiert bist, du hast keine Ambitionen mehr zu trinken oder aber auch sonst nichts mehr zu tun, weil du einfach, du bist komplett Zombie, würde ich sagen. Aber dir geht's gut. Du fühlst dich wie auf Wolke 7 und du glaubst, alles ist cool. Also diese du wechselst eigentlich nur die Droge, oder? Du, ganz genau. Also du wechselst zwar die Droge für eine Droge, die jetzt sozial anerkannter ist, die auch nicht illegal verkauft wird, sondern bekommst du in der Apotheke. Aber im Gegensatz zu Kokain wirst du halt nicht Hype und willst mehr Party machen, sondern du wirst ganz low und willst eigentlich nur mehr schlafen und nichts mehr vom sozialen Leben wahrnehmen. Aber das Suchtverhalten ist viel größer. Der Drang nach Steigerung der Dosis ist viel größer. Du beginnst mit 0,1 ist die therapeutische Menge und am Schluss habe ich von Diazepam und Xanax 30 Gramm am Tag genommen und habe nur mehr damit funktioniert. Und das ist halt, du tauschst, wie du richtig sagst, die eine Sache gegen die andere aus. Sozial ist es anerkannter, du riechst dann nach Alkohol, du kannst zumindest noch trainieren gehen und bist so ein bisschen und funktionierst, das ist das Richtige, weil du funktionierst für das soziale Gefüge. Aber du lebst ja nicht. Aber du lebst nicht, ganz genau. Also du unterdrückst alle deine Gefühle. Wandelnder Toter. Mehr oder weniger, ganz genau. Und jedes Mal, wenn ein Problem kommt, nimmst du halt eine Pille mehr. Weil du weißt, hey Moment, das ist die auf, ich schwebe jetzt auf der Wolke 7 und bin komplett eingebettet in einer schönen, flauschigen Decke. Aber am Ende des Tages ist das nicht so. Okay, aber du gehörst nicht mehr zu den Koksern und zu den Alkoholikern. Ganz genau. Aber trotzdessen hast du damit ja nicht das Problem gelöst. Nee, das ist mir klar. Und das Problem ist ja nach wie vor existent. Das heißt, es lässt die Wirkung von Diazepam nach. Und jetzt passiert Folgendes. Auf einmal in so einem Low kommt die Torte. Und dann ist natürlich jetzt wieder die Frage, magst du ein Stückchen von dieser leckeren Torte? Und natürlich dein Kopf, der noch immer falsch programmiert ist, sagt, oh, genial. Du hast ja eh die Pille danach, die kann nichts passieren, probier's. Und dann nimmst beides, und dann beginnt was? Der Teufelskreis. Der Teufelskreis, der vielen Menschen das Leben gekostet hat. Du weißt selber, allein hier auf Mallorca gibt es viele Prominente. Vor kurzem ist erst einer wieder gestorben, der genau diesen Mix nicht überlebt hat. Und vor 2 Jahren genauso, der liebe Willi. Und keine Ahnung, gibt es ja 1000 Beispiele dafür, wie die Schulmedizin da
versagt hat. Ich will jetzt nicht die Schulmedizin an den Pranger stellen, versteht mich nicht falsch. Die gehört absolut dazu. Aber man darf nie vergessen, dass der Mensch nicht nur aus Materie besteht. Ja. Und wir müssen, wenn wir nicht begreifen, dass wir energetische Wesen sind, die eigentlich nur zu 0, und es kommen 8 Nullen und dann eine 1 Materie bestehen und eigentlich zu 99,9% Energie, dann müssen wir diese Energie behandeln und nicht den Körper und nicht uns ruhig stellen, sondern beginnen einmal den Kopf aufzuräumen. Und erst wenn du das kapiert hast, dass alles in dir steckt und nichts von außen kommt, wie viele Drogenabhängige geben immer anderen Menschen die Schuld, nie sich selber, immer in der Opferrolle, immer in dem Moment, ja, meine Eltern, meine Kindheit, mein Geschäftspartner, meine Frau oder mein Mann oder wer auch immer. Nee, ist nicht so. Das einzige Problem bist du selber. Und solange du das nicht erkennst und nicht erkennst, dass du die Verantwortung für dich übernehmen musst und die Selbstliebe vor allem wieder bekommst und dir nicht mehr wehtun möchtest und du beginnst, Heilung zuzulassen, ab dem Moment beginnt ein schöner Weg. Und du kannst auch mit 50, so wie ich, dich auf den Weg begeben und mit 53 komplett gesund vor der lieben Sarah sitzen, ihr in die Augen zu schauen und zu sagen, das Leben ist schön. Und das hat ganz viel für jeden von euch, wenn ihr es zulassen wollt und wenn ihr das Leben erleben wollt. Wie lange warst du denn in diesem Drogenmix jetzt von Drogen und 25 Jahre. Nee, ich meine jetzt, und dieser Schulmedizin, wie lange hat das dann noch gedauert? Weil man hat ja auch Hoffnung, man denkt, man geht zum Arzt, da sind die richtigen Leute und dann merkst du, das funktioniert ja auch nicht. Wie lange hat das gedauert? Das Angenehme an der Schulmedizin ist halt, man kann abstürzen, man weiß, man wird dort aufgefangen, man begibt sich in Therapie. In der Therapie wirst du komplett sediert, fährst wieder runter, kriegst andere Drogen, wirst komplett umsorgt, du bist wieder so in einer Opferrolle und das ist angenehm, das ist schön. Mein Gott, aber übernimm ja keine Verantwortung genau. Über dich, sondern übergib sie anderen Menschen. Ja. Ich spiel die Opferrolle, geh her und sag, ah, ich bringe mich um und ansonsten keine Ahnung was. Such Gründe dafür, dass du trinken kannst, hin und her. Das ist alles komplett Nonsens. Das dauert genau so lange, solange es die Menschen zulassen. Ich sage euch eines, wenn ihr ein Kind habt, das drogenabhängig ist, dann lasst es gegen die Mauer laufen. Ja, das ist aber so. Es ist hart, aber es ist das Einzige, was funktioniert. Ich weiß. Das Einzige. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das Problem bei mir selber zu suchen, wenn ich nicht komplett am Boden gewesen wäre. Wenn ich nicht entweder jetzt diese Entscheidung hätte treffen müssen, entweder sterbe ich jetzt oder ich ende auf der Straße, oder ich beginne jetzt mein Leben in den Griff zu bekommen. Und dann ist die Antwort nur in dir. Es kann dir keine Therapie die Antwort geben. Es kann dir kein Arzt die Antwort geben. Es kann dir kein Therapeut die Antwort geben. Es liegt an dir zu erkennen, dass es nur über die Selbstheilung geht. Und ab dem Moment, wo du begreifst, dass der beste Arzt und die beste Hilfe in dir selber steckt, ab dem Moment kommst du aus dem Ganzen raus. Und ich kann das jedem nur anraten. Macht eine Entgiftung, das ist gut, wenn es euch jetzt gerade in dem Moment schlecht geht. Eine Entgiftung sofort, aber beginnt dann sofort euch mit eurem mentalen Problem zu beschäftigen. Schaut in euch hinein, arbeitet die Traumen auf, beginnt zu meditieren. Meditieren, die Meditation war meine Rettung. Wenn mir ein guter Freund nicht das Buch vom Dr. Joe Dispenza gegeben hätte, ein neues Ich, dann wäre ich heute nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Das hat bei mir so viel verändert. Dann beginnst du auf einmal zu recherchieren, dann entdeckst du Menschen wie den Tony Robbins, dann gibt es Menschen wie den Anton Zeilinger, da gibt es so viele geniale Menschen. Wenn du denen zuhörst, beginnst du auf einmal zu begreifen, dass du sofort, von jetzt sofort an, das Ruder übernehmen kannst in deinem Kopf. Du lässt dich nicht mehr fliegen, sondern du übernimmst den Steuerknüppel und beginnst, den Kurs selber zu setzen. Und dann kannst du entscheiden, geht es mir gut oder geht es mir nicht gut? Will ich erfolgreich sein, will ich nicht erfolgreich sein? Möchte ich dieses Ziel erreichen oder möchte ich es nicht erreichen? Es liegt alles an dir. Und ich kann dir garantieren, jeder kann alles erreichen im Leben. Wenn er beginnt zu begreifen, wie sein Quantencomputer da oben zwischen den beiden Ohren funktioniert. Es ist alles machbar. Zu 100%. Ich bin da voll bei dir.
Und wir haben uns kennengelernt, wir waren auf einem Event von Bettina Kloos. Und da warst du als Speaker. Und da hat mich das ja schon fasziniert, was du so erzählt hast. Ich habe deine Frau gesehen, die war ja mit, ne? Darf ich da ganz kurz mal rein, weil du sagst, wenn wir jetzt Kinder haben und wir haben ja nun Kinder, und da zuzugucken, ja, bis sie selber verstehen, das ist natürlich unheimlich schwer. Wie hat deine Frau das gemacht? Was hat sie richtig gemacht? Oder sie muss ja mitgelitten haben, dich so zu sehen. Verstehst du, deine Kinder und so? Das ist ja. Mein Glück war, dass meine Kinder genau, also nicht mein Sohn, mein Sohn, der wird jetzt 16 am 5. November, der hat vieles miterlebt. Der ist mich auch mit 6 Jahren in die Klinika Capistrano, von der habe ich da gerade vorher erzählt, von Dr. Vasquez besuchen gekommen, wie ich das erste Mal hier auf Mallorca auf Entzug war. Der hat vieles miterlebt. Und bei dem habe ich auch viel aufzuarbeiten. Aber es funktioniert. Das ist ja auch etwas, was durch die Meditation passiert ist. Pass auf, ich hatte mit meiner Ex-Frau immer Rosenkrieg. Wir haben gemeinsam ein Haus gekauft in Las Palmeras. Ich habe sie für eine andere Frau verlassen. Die Türen der Hölle sind aufgegangen und diese Frau hat mich gehasst, logischerweise. Ich habe da ein Trauma verpasst. Schlimmer kann es nicht sein. Sie war verliebt in mich. Wir hatten einen gemeinsamen Sohn. Wir hatten ein gutes, solides Leben aufgebaut und ich verlasse sie für eine andere Frau. Logischerweise war das ein Trauma immer gegenwärtig, nicht nur in ihr, sondern auch in mir. Ganz klar, es hat mich immer dazu verleitet, Drogen zu nehmen und zu trinken, weil das ein nicht aufgearbeitetes Trauma auch in mir war. Ich habe diese Frau geliebt, ich liebe sie auch jetzt noch. Und natürlich liebe ich meinen Sohn über alles. Und jetzt stell dir vor, du lebst immer mit dem Gewissen, dass du eigentlich den liebsten Menschen so weh getan hast. Wie unterdrückst du das? Natürlich mit Alkohol und Drogen. Das war natürlich eines dieser ganz großen Traumen in mir, die ich mir selber nie anschauen wollte. Ich wollte da nie rein, ich wollte da nie hin. Ergo dessen war das immer existent in meinem Leben und hat mich natürlich nicht losgelassen. Und seitdem ich meditiere, hat Folgendes passiert. Ich muss kurz ausholen. Und zwar, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe in meinen ersten Meditationsversuchen haben zwei Dinge stattgefunden. Da kriegst du Gänsehaut, wenn ich dir die erzähle. Das erste war, dass ich meiner Ex-Frau unendlich viel Liebe geschickt habe. Jetzt, was ist passiert? Ja, du lachst schon. Aber ich schwöre dir, auf einmal, es beginnt sich das Verhältnis zu verbessern. Wir haben auf einmal eine gute Gesprächsbasis. Aber sie fliegt zu Weihnachten nach London zu ihrer Schwester mit meinem Sohn. Und beginnt mir auf einmal Fotos von sich zu schicken. Und ich denke mir, was macht die? Sie soll mir doch Fotos von meinem Sohn schicken, aber nicht von sich. Und dann ist Folgendes passiert. Dann bin ich im Jänner auf die Insel gekommen. Wir haben das Haus dann endlich verkaufen können. Das hat alles gut funktioniert. Also das war dann schon die Aufarbeitung. Aber sie war irgendwie, hat sie sich mehr erwartet. Ja, Und ich habe den die Fehler Liebe gemacht, geschickt. genau, anstatt Freundschaft und einfach um Vergebung gebeten, habe ich ihr extrem viel Liebe geschickt. Und das war natürlich schon einmal das Erste, wo ich gewusst habe, hey, Moment, Meditation funktioniert unglaublich. Aber die zweite Geschichte ist noch krasser. Und zwar, ich beginne zu meditieren. Wir waren in einer Clique, ich war 16 bis 25 circa, war ich in einer Clique in Graz, wo wir alle so ein bisschen so schnöselig waren und halt von der High Society heraus. Und mein bester Freund damals und ich, wir waren die Sportler. Er war Kickbox-Europameister, ich war American-Football-Spieler und damit ist der Jochen Walzer und ich waren immer sehr eng miteinander und waren halt die Best Buddies in unserer Gruppe. Dann ist er aufgrund dessen, durch den Kampfsport und so, ist er nach Indien geflogen und hat sich einfach schon mental weiterentwickelt und ich bin zum Party-Animal geworden. Und unsere Wege haben sich getrennt. Und er war dann über Jahrzehnte nicht mehr existent in meinem Leben. Also auch weder im Gedanken noch, wir waren nicht mehr befreundet, auch weder auf Facebook noch gar nichts, null. Dann beginne ich zu meditieren. 2 Wochen später bekomme ich eine Freundschaftsanfrage von Jochen Walzer auf Facebook. Eine Woche später sind wir die erste Bergtour gemeinsam gegangen in Österreich und seitdem sind wir wieder ganz gute Buddies und er steht auch auf der Body, Mind and Soul auf der Bühne und macht mit uns einen Feuerlauf, wo wir lernen, über glühende Kohlen zu gehen, ohne sich zu verletzen. Das ist ein unglaublicher Mentalcoach, genial, spirituell veranlagter Mensch, aber dank Meditation wieder in meinem Leben. Ist das genial? Wahnsinn. Der hat es Ja. gespürt. Ich war bereit, Ja. wieder mit ihm
auf einer Ebene zu sein. Er wollte davor nie irgendwas von mir wissen. Er war der Einzige von all unseren Bekannten, der nie nach Mallorca gekommen ist und mich besucht hat und war nicht sein Leben. Ja, weil du im falschen Feld warst, ne? Ganz genau. Mhm. Und genauso wie wir schwingen, wo du dich eintunst, diesen Radiosender hörst du. Ja. Also das ist gerade hier auf der Insel, bei mir kommt auch gerade alles, was ich so brauche. Ich hatte jetzt, deswegen verschieben wir deinen Podcast. Aber das macht nichts, das ist auch wichtig. Aber energetische Hausreinigung und so, ne? Also werden jetzt noch ganz tolle Sachen nach dir kommen. Und das habe ich natürlich, ich habe einen Tag vorher darüber gesprochen, dass man nicht nur Betten reinigen muss und Wäsche, sondern auch mal die Energie in den Häusern bei uns, weil hier auch viel stattfindet an Retreats und Verarbeitung. Ganz klar. Und am nächsten Tag sitzt in meinem Podcast jemand, der das macht, und das hat natürlich sofort genommen. Und bei uns ist jetzt erstmal alles gereinigt. Ne? Das sollte man halt auch regelmäßig machen. Mir ist vor kurzem was passiert. Und zwar, meine Tochter ist in der Kathedrale von Palma getauft worden, meine erste Tochter. Und die wollte unbedingt zu ihrem Geburtstag, und zwar ist es am 17.07. gewesen, also sie ist geboren am 17.07.2017, cooles Datum, wollte sie sich die Kathedrale von Palma anschauen. Und ich bin kein kirchengläubiger Mensch und habe deswegen eigentlich Kirchen nie so wirklich in meinem Dunstkreis, sagen wir mal so. Und dann gehe ich mit ihr, wir haben eine Führung in der Kathedrale, und ich komme rein und mich haut's um. Und ich sage zu meiner Frau, sag mal, spürst du das auch? Und sie schaut mir an und so, was meinst du? Diese Energie, die dort vorherrscht, von betenden Menschen. Und da wurde mir klar, Moment, Beten ist ja nichts anderes als Meditation. Diese gesamte Energie, die da tagtäglich produziert wird, in diesem wunderbaren Gebäude. Für mich war klar, ab jetzt gehe ich ab und zu in die Kirche meditieren. Warst du vorher noch nie da? Oder hast du es da noch nicht gespürt, weil du noch im anderen Feld warst? Ganz genau. Ich war nicht empfänglich für solche energetischen Feinheiten. Überhaupt nicht. Null. Ich hatte mit Meditation nie irgendwas am Hut. Und jetzt meditiere ich jeden Tag 1-2 Stunden. Und da bist du natürlich ganz anders eingestellt. Und dann spürst du, Ich bin jetzt viel feinfühliger als früher, viel feinfühliger. Ob das Essen anbelangt, ob das Musik anbelangt, ob das Menschen anbelangt. Also ich kann sofort spüren, ist ein Mensch gut für mich oder nicht. Ja, also ich das ist genial. Ich merke sofort, hey Moment, da ist irgendwas, das ist toxisch. Okay, Kubo de Seguridad. Pam, danke schön, dass du hier bist. Aber genau, aber früher wäre ich da ins offene Messer gelaufen. Ja, bist du dann ja auch, ne? Bin ich oft genug. Aber was denkst du, wo das herkommt? Meinst du, die Drogen gehörten jetzt zu deinem Leben, um da hinzukommen, wo du bist, oder? Absolut, klar. Alles, alle Negativitäten, die in meinem Leben passiert sind, alle Unfälle, alles, was schiefgegangen ist, alles, was gut gegangen ist. Ich bin ja für alles dankbar. Deswegen bin ich heute der Mensch, der ich jetzt bin. Ich stehe vor dir als 53-jähriger, komplett gesettelter Mann. Das erste Mal in meinem Leben. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Blutbild bekommen, wo es nichts mehr, da gibt es nicht ein kleines Zifferchen, was nicht in der Mitte ist. Sogar die Schulmedizin bestätigt mir das, dass ich perfekt gesund bin, wie ein 25-jähriger Leistungssportler. Genial. Und das alles dank diesen Problemen, die mir in der Vergangenheit passiert sind, plus der Möglichkeit, diese alle zu halten in 3 Jahren. Also du kannst dir vorstellen, was noch. Ich fühle mich ja selber, halte dich fest, sollte meine Reise hingehen? Du kennst den Kurt Depperwein. Ja. Mit Sicherheit. Und ich denke mir, an Eckhard Tolle oder an Kurt Depperwein sind echt coole Menschen. Ja. Aber die haben eines außer Acht gelassen. Na. Und zwar ist es das Body-Element. Ja. Die sind beide Mind and Soul zu 100%, aber nicht Body. Ja, stimmt. Und das, dein Body ist besser. Und was, nicht mein Body ist besser, aber meine Beziehung zu meinem Body war immer halbwegs okay. Auch nicht so jetzt, vom logischerweise, aber mein Ziel ist es, in 20 Jahren hier zu sitzen mit dieser Weisheit, was ein Eckhard Tolle oder ein Kurt Depperwein hat, mit dem Körper eines 35-jährigen Spitzensportlers. Wird passieren. Das passiert, 100% passiert das. Ja, ja. Also was gerade am Longevity-Himmel abgeht, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ich habe gerade eine Kooperation, bin ich eingegangen mit einer Firma, eine Spermidin-Firma aus Österreich, die das einzige wirklich organisch hergestellte Spermidin produziert. Aber das Geniale ist,
die arbeiten mit dem Dr. David Sinclair zusammen. Und ich habe nächste Woche ein Live-Interview mit dem CEO von dieser Firma, der in New York sitzt, gemeinsam mit dem Dr. David Sinclair. Ist unglaublich. Ja, es ist wirklich unglaublich, ja, was bei dir passiert. Ihr könnt René auch auf TikTok folgen. Er macht das ist so geil. Weil du auch gefällst dir? Ja, voll geil. Weil du auch, also alle so deine Interviews, auch jetzt für die Body, Mind and Soul Event, aber weil du auch das Meditieren erklärst zum Beispiel, ne? Mhm. Wo wir uns ja alle fragen. Einfach zu halten. Genau. Also für mich ist die Einfachheit der Spiritualität das Wesentlichste. Ich finde es so genial, was da. Kennst du den Udo Gruber? Na klar, sag ihm mal, er soll auch noch mal ein paar. Der Titel von seinem Buch, das er geschrieben hat, Spiritualität und 3 Whisky Cola, finde ich genial. Der lebt es perfekt vor. Ja. Leben muss einfach sein. Ja. Leben muss schön, einfach und einfach fließend sein. Und Meditation, viele Menschen schreckt das Wort Meditation schon deswegen ab, weil sie sich denken, das ist ganz schwierig, da komme ich nie hin, das ist ein Ding. Es ist so ein Schwachsinn. Jeder kann sofort meditieren. Du kannst jetzt sofort deine Augen schließen, machst du das Box Breathing, also 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten. Und du wirst sehen, mach das 30 Mal und du bist in einem meditativen Zustand. Und was dann passiert, ist Folgendes. Es beginnt Heilung in dir, egal auf welcher Ebene. Das Universum weiß genau, was du brauchst. Du brauchst gar nichts, du brauchst nur Vertrauen haben. Mhm. Und dann sieh zu, wie sich auf magische Art und Weise dein Leben zum viel Besseren verändert. Und es kostet nichts. Ich sage immer wieder, warum macht es nicht jeder? Geht's her, setzt euch hin. 20 Minuten am Tag ist nachweislich. Es gibt Studien, die nachweisen, dass 20 Minuten Meditation am Tag deine Telomerase um 30% verlängert. Wenn du dich heute hinsetzt, 20 Minuten meditierst, bist du garantiert 30% wirst du länger, gesünder leben. Hey! Warum redet niemand darüber? Machst du das 20 Minuten am Stück oder kannst du auch zweimal 10 Minuten? Es kommt ja auch, 20 Minuten hört sich jetzt schon wieder viel an und ich folge dir ja auf TikTok. Wir haben ja auch viele Gemeinsamkeiten von unseren Morgenritualen und so. Mhm. Auch Barfußlaufen, ne? Und sowas. Unbedingt, ne? Grounding, also das, ganz wichtig. Boah. Ja. Aber ich kann ja auch durch den Wald gehen 10 Minuten und da Traum, ist ja auch Meditation. Meditation. Oder am Strand, ne? Ich bin ja halt jeden Morgen am Strand mit den Hunden. Das ist meine Matthias Vette hat mir Folgendes erzählt. Da habe ich gerade den Weg begonnen. Ich durfte Matthias Vette und den Steffen Lohrer ganz am Anfang meines Weges kennenlernen. Und ich bin einmal mit dem Matthias Vette zusammengesessen und da habe ich für mich ein Wort kreiert. Und zwar ist es das meditative Gespräch. Warum? Was ist passiert? Ich sitze dort und beginne mit dem Matthias zu quatschen und wir quatschen und wir quatschen und wir waren so in einem Flow drinnen. Ich habe gespürt, ich bin nur mit ihm energetisch verbunden und da ist so viel energetisch ausgetauscht worden. Das war 95% nonverbale Konversation, aber auf höchster energetischer Ebene. Und dann sage ich zu Matthias, sag mal, spürst du das auch? Es ist 1,5 Stunden und es war wie 2 Minuten. Und dann sagt er, René, ich bin 24 Stunden in diesem Zustand. Und dann sage ich, ja, aber wie? Jetzt sagt er, ja, das ist doch das Ziel. Sei immer im Moment. Ja. Ganz simpel und einfach. Das ist die Meditation. Die Hunde, die sind auch immer im ganz genau. Ja, die machen ja so und so alles richtig. Geil, ein, ne? Hund ist einfach der bessere Mensch, sage ich immer. Das ist echt krass. Ja. Okay, ja, ich sage das ja auch, mehr sein als haben, ne? Das ist ja so mein Motto. Also dieses Ganze im Außen ist schon ja, speziell. Aber ganz, lass uns noch mal ganz kurz da reingehen, wenn jetzt uns jemand zuhört, der eben auch Drogenprobleme hat oder jemand in der Familie hat. Als Angehöriger, was haben die richtig gemacht? Oder wie war das? Also dir Halt zu geben, aber trotzdem dich nicht direkt, ich meine, als Frau guckst du ja zu und das ist ja sehr schmerzhaft. Ja. Du kannst aber keinen zwingen. Am besten lade ich sogar meine Frau ein, die kann da vielleicht besser darauf antworten. Wahrscheinlich. Ich muss dazu sagen, ich habe das Glück, dass meine Frau mich sehr, sehr, sehr liebt und mich nie aufgegeben hat. Es war oft genug, hätte eigentlich sie sagen müssen, so vorbei.
Aber sie hat es nicht getan. Sie hat mir immer Stütze gegeben und gehofft, dass irgendwann genau das eintreffen wird, was auch eingetreffen ist. Sie hat es aber auch gespürt. Es gibt Menschen auf meinem Weg, zum Beispiel die Mareike Jackel. Kennst du die? Nee, sag mir jetzt. Die macht Luxury Events und die hat mir schon vor 7, 8 Jahren, mit der habe ich zusammengearbeitet, da war ich damals der CEO von der Zero Hotel Group und wir haben gemeinsam Events gemacht. Und die war immer schon sehr spirituell veranlagt und ist ganz hell, eine hellseherische Frau. Müsstest du im Übrigen auch mal hier einladen. Ja, die ist wirklich ganz eine tolle Frau und kann sehr, sehr viel berichten. Aber die hat schon damals zu mir gesagt, René, ich sehe in deiner Aura, dass du was ganz Großes in dir trägst und dass du extrem spirituell bist. Und was hast du da gedacht, als sie das gesagt hat? Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich dich so ins Bett kriege, okay. Ah! Ist aber nie passiert. Also zwischen uns funkt es immer wieder und wir wissen auch beide jetzt noch mehr, dass da zwischen uns eine ganz, ganz tiefe Empfindung ist, aber wir schätzen uns so als Freund, dass es nie passiert ist. Aber das war halt spannend, weil ich glaube, dass dann eine sexuelle Ebene viel zerstört aus dieser spirituellen Ebene. Man muss nicht mit jedem ins Bett gehen, weißt du? Ja, ich habe auch darauf eine Antwort bekommen. Warum? Ich sag dir warum. Für mich war das immer auch eine wichtige Frage auf dem Weg da in die Spiritualität, weil wie du schon anfänglich bemerkt hast, ich habe mir nie schwer getan, Frauen zu bekommen. Deswegen war es gleich wie beim Kuchen mit Drogen und Alkohol immer schwer, Nein zu sagen. Mhm. Daher Monogamie war für mich eigentlich nicht so existent. Jetzt auf diesem Weg will ich natürlich erkennen, was ist der richtige Weg? Und ich habe viele Menschen interviewt und gefragt, wie eben einen Matthias, wie einen Steffen, wie ganz viele andere Menschen, sagen wir, wie gehst du damit um? Weil die schauen ja auch alle toll aus. Der Matthias Fett ist ein wunderschöner Mann. Mhm. Wie gehst du damit um? Und er hat mir gesagt, René, wenn du wirklich liebst, dann kann nur deine Frau dir das geben, was dir keine andere Frau geben kann. Aber du musst mit ihr gemeinsam auf diese Ebene kommen. Und das hat mich natürlich zum Nachdenken angeregt und erst vor kurzem bei einem Event, und zwar war das beim Lionsgate Event, da war ich eingeladen bei der Amadine, über die Kimberly Steb, da war, haben wir Breathwork gemacht mit der Dora Luz und eine wunderbare Veranstaltung. Zuerst eine Stunde Breathwork, dann eine Stunde Meditation. Da ist Folgendes passiert. Meine Frau liegt neben mir und wir meditieren so. Und es hat sich eine unglaubliche Energie aufgetan zwischen uns beiden. Und wir haben beide intuitiv Folgendes gemacht. Wir haben erst im Nachhinein darüber geredet. Und zwar, ich habe so viel Energie gespürt, dass sie ist neben mir gelegen, dass ich meine Hand über sie gehalten habe und einfach gemerkt habe, hey, wow, genial, ich empfinde so viel Liebe und es ist so eine Verbindung da. Und sie hat das Gleiche mit mir gemacht, aber nicht zum gleichen Zeitpunkt. Wir haben erst danach darüber gesprochen, musst du dir vorstellen. Und wir haben da so eine Weiterentwicklung in unserer gemeinsamen Yin-Yang-Verbindung gemacht, das Weibliche mit dem Männlichen, dass ich jetzt zu 100% verstehe, was das bedeutet, mit einem Menschen verbunden zu sein. Das war ich davor nicht. Ich war auch davor nie ein wirklich guter Vater. Jetzt kann ich mich stundenlang mit meinen Töchtern und auch mit meinem Sohn beschäftigen und ich weiß, das ist das Wichtigste überhaupt. Ich spiele jeden Tag mit meinen Kindern mindestens 2 Stunden. Entweder im Garten, Grounding, Frisbee, Fußball, Volleyball. Ich spiele Schach jeden Tag mit meiner mittleren Tochter. Und das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Und das sind Dinge, die passieren dir auf diesem Weg. Und genau das ist auch das Gleiche mit der Sexualität. Beginne einen Menschen zu finden, mit dem du dich zwar körperlich schon gut verstehst, die Endorphine müssen passen. Mhm. Du musst den gut riechen können, alles cool. Und dann begibst du dich mit dem auf diese Reise. Und du wirst den nie mehr eintauschen wollen. Das, was jetzt sexuell nach 10 Jahren mit mir, meiner Frau abgeht, das ist unglaublich. Das ist ganz andere Ebene, ne? Ganz andere Ebene. Man sagt ja auch, dass beim Sex werden ja die krassesten Energien ausgetauscht. Absolut. Ja? Und deswegen sollte man auch nicht so viele sexuelle Partner zur gleichen Zeit. Hättest du mir vorher sagen sollen, die 20.000 Mädels, die ich davor hatte, das war alles. Die haben auch Energie gesogen. Ja, ja. Oder du bist der Vampir gewesen, man weiß es nicht.
Okay, aber die Zeit ist ja vorbei. Aber trotzdem muss man ja zugucken, gerade weil deine Frau dich so liebt. Sie muss ja auch verstehen, dich wirklich auch gegen die Wand rennen zu lassen, weil du ja sagst, hat sie getan, hat sie oft genug getan. Und sie hatte auch immer eine gute Unterstützung. Sie ist sehr spirituell. War sie vorher schon? War sie vorher schon. Und eine Astrologin hat ihr vor 15 Jahren vorausgesagt, dass sie mich kennenlernen wird. Die hat ihr vorausgesagt, dass wir diese zwei Kinder haben. Die hat ihr so viel vorausgesagt. Auch dass die schwere Zeit? Auch die schwere Zeit. Oh, und sie hat auch vorausgesagt, dass wir es heilen können. Und mit der Frau habe ich vor 2 Jahren gesprochen, auch jetzt vor einem halben Jahr. Und die ist unglaublich. Eine Astrologin, die so in den Karten und in den Sternen lesen kann, ist unglaublich. Und ja, und da wusste sie, deswegen hat sie auch nie aufgegeben, weil sie gewusst hat, nee, diese Heilung wird stattfinden. Und siehe da, es hat funktioniert. Wahnsinn. Also ganz, ganz große Chapeau. An deine Frau. An meine Frau, absolut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, weil das ist die Frage dahinter. Wenn man jetzt so einen Partner hat, egal, ne, männlich, weiblich, absolut. Kind. Also ja. Was, wie kann man da stützen und durchhalten? Weil es versuchen ja viele. Dann gibt es ja auch die Co-Abhängigkeit und. Ne? Schau, warum machen wir jetzt dieses Body, Mind and Soul? Damit genau solche Fragen beantwortet werden können. Damit genau, wenn wir es schaffen, dort Menschen die Tools in die Hand zu geben, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und dadurch bessere Väter werden, bessere Mütter, sich wieder zu heilen. Weil jeder geheilte Mensch bedeutet ja, dass der sein Umfeld heilt. Überleg, ich habe mich geheilt, was ist passiert? Ich habe eine perfekte, gestern war meine Ex-Frau bei mir in meinem Haus und ich habe ihre Batterie vom Auto wechseln dürfen. Die hätte mich vorher verhaften lassen, diese Frau. Die hat mich gehasst und jetzt sind wir die besten Freunde. Das ist so geil. Mein Sohn ist wieder in meinem Leben. Ich bin ein viel besserer Vater. Allein durch meine Heilung sind 6 Menschen so glücklich, das kann man sich nicht vorstellen, die vorher so gelitten haben durch meine Sucht. Ja, und jetzt überlegt, jeder geheilte Mensch halt fabriziert andere, ja, ganz viele, nicht, aber zumindest macht er die glücklich. Mhm. Und das muss unser Ziel sein. Jeder, der dieses Geschenk bekommen hat, dass er sich heilen durfte, der muss dieses Licht weitergeben. Deswegen, ich habe dich vor kurzem mal gefragt, das können wir ruhig ansprechen, das Thema Mark Terenzi, weil der Marc ist lange Jahre mit mir auf der Reise gewesen und ich mag den extrem gerne. Und ich weiß, dass in dem Mann so viel Gutes steckt, dass ich den nicht aufgeben werde. Und der wird nach Mallorca kommen und der wird mit mir das gemeinsam, dieses Programm, das ich gemacht habe, durchmachen. Und ich schwöre dir, der kann noch viel mehr Licht in das Ganze bringen, weil der natürlich eine riesen Reichweite hat. Ja, ja, also wie gesagt, ich finde, der ist auch eine ganz tolle Seele. Und als du mich gefragt hast, wusste ich noch nicht mal, dass es Marc ist. Ich bin dann von selbst draufgekommen. Ja. Ne? Aber du hast gefragt. Gut, ist ja in allen Zeitungen und Dingen und keine Ahnung. Ja, also du hast einfach nur bekannter Sänger gesagt. Da gibt es ja viele. Aber als du dann irgendwie so das Alter noch gesagt hast und so, da können wir hier eins und eins zusammenzählen. Und du hast mich gefragt, ob ich eine Unterkunft habe für ihn und so. Und ich würde das sofort machen. Aber wir sind halt jetzt voll in der Hauptsaison. Aber wenn du mich brauchst, bin ich da und wird passieren. Der wird bald bei dir sitzen in 2 Monaten und darüber berichten, wie schön es ist, auf der Welt sein zu können und noch einmal durchstarten zu können. Ich wünsche es ihm, weil er ist wirklich eine tolle Seele. Er ist lustig, er sieht gut aus. Ne? Er hat eine Stimme. Ja. Er war einer der ersten Sänger, die ich jemals auf der Bühne vom Megabug gehört habe und gesagt habe, der kann singen. Ja, und wenn er dich als Buddy hat, dann kann er das auch nur schaffen, weißt du? Jetzt ja. Da bin ich ganz froh drüber, dass er dich hat, weil du hast es vorgemacht und du bist ja auch ein Schnellerwachter, also das ist ja alles noch keine 3 Jahre her, oder? Ganz genau. Und ganz dazu muss ich Folgendes sagen, seitdem ich meditiere, weiß ich, dass ich vorher schon meditiert habe, aber unbewusst und zwar beim Laufen, beim Fahrradfahren, ich habe immer die besten Ideen gehabt, wenn ich laufen gegangen bin, war immer schon so ein bisschen Ausdauerfuchs. Und ich habe das immer darauf zurückgeführt, dass einfach mein Gehirn jetzt mit mehr Sauerstoff sozusagen mehr oder weniger funktioniert. Und dadurch sind mir bessere Ideen gekommen. Und jetzt weiß ich aber, dass es nicht so ist, sondern die Verbindung, dass dieses rhythmische Dahinlaufen, du begibst dich in eine meditative, in einen meditativen Zustand und bekommst gute Antworten vom Universum. Mhm. Und that's it. Und um nichts anderes geht es bei der Meditation. Mhm. Tune dich ein in die richtige Frequenz. Geh schwimmen.
Das Meer, sensationell. Ja, überhaupt so, Natur. Waldbaden, barfuß laufen auf jeden Fall, wenn du keinen Strand hast, machst an deinem Rasen. Ich habe ja auch viel diese Gummischuhe an auf meiner Finca, aber wenn ich kann, bin ich barfuß am Strand sowieso und ins Meer zu gehen. Ins Meer zu gehen, mich zu mit der Natur, mit der Mutter Erde zu verbinden. Das ist meine absolute Morgenroutine. Und ohne habe ich, das füllt meinen Akku wieder auf, ne? Absolut. So, und dann natürlich gesunde Ernährung. Hast du dich vorher auch schon so gesund ernährt? Oder ist das auch alles jetzt ein Learning aus den letzten 3 Jahren? Also so, wie ich mich jetzt ernähre, habe ich, also ich lebe ja gerade das Leben eines kompletten Biohackers. Ja, total. Zu 100%. Mehr geht nicht. Ich habe meine eigenen Produkte, die ich über Quantum Health verkaufe, NMN, TMG und Resveratrol. Da kommen jetzt noch 3 andere dazu, weil ich die ausprobiert habe. Ich verkaufe nichts, was ich nicht selber nehme. Und was ich selber für gut befinde und was auch wirklich funktioniert. Das heißt, bei mir ist dabei NMN, TMG, Resveratrol, Spermidin, Taurin und Kreatin. Das sind aber die 6 Hauptprodukte, die jeder nehmen sollte ab 35. Mit diesen Produkten kannst du dich innerhalb kürzester Zeit um 10 Jahre verjüngern. Zu 100%. Optisch jetzt oder innerlich? Alles. Innerlich alles. Wie optisch, ganz klar. Aber was passiert dadurch? Auf einmal hast du wieder viel mehr Lebensenergie. Das bedeutet, du hast die Möglichkeit, mit dieser Energie was Gutes zu tun. Und diese Energie ist auch eine gute und wird dich nicht dazu verleiten, irgendwas Schlechtes zu machen, weil du fühlst dich auf einmal so gut und du willst dich immer gut fühlen auf einmal. Und diese Energie kannst du dann nützen, um eben mit der Meditation zu beginnen oder Sport zu treiben oder einfach dich weiterzubilden oder einmal ein Buch zu lesen, weil dein Kopf wieder funktioniert, Brain Fog geht weg, du kannst wieder Dinge tun, die du davor nie mehr gemacht hättest. Die meisten Menschen lieben es, sich einfach zu verblöden, sich hinzusetzen, Netflix, Bier, Pam. Ja, nicht in sich hineinschauen, ja, keine Probleme aufarbeiten. Am besten Disconnection von allen Problemen, von sich selber, je besser. Und was passiert? Du erzeugst, du bist einfach, du lebst nicht. Du bist im Standby-Modus dein ganzes Leben lang und verpasst was? Dein Leben. Mhm. Und guckst dir das von anderen an auf Social Media. Und beginnst darüber dann zu urteilen, über andere Menschen zu reden. Und ja, also genau. Und ernähren tue ich mich natürlich jetzt gerade perfekt. Auf dem Event. Also nicht ganz perfekt, weil es gibt da natürlich Unterschiede. Ich habe versucht, vegan zu leben. Geht sich bei mir nicht aus. Nee? Nee. Ich weiß, Massentierhaltung. Also ich esse auf alle Fälle nichts mehr, was aus Massentierhaltung kommt. Das ja, zu 100%. Ich nur mehr Wildfang-Sachen. Aber ganz auf ein gutes Hirschfleischerl oder ein guter Lachs aus dem Wildfang will ich nicht verzichten. Wo, wie kommst du ran an solche Sachen hier auf der Insel? Über Provetore. Also es gibt ganz gute Provetore. Es gibt den Knapp, Feinkost Knapp zum Beispiel, der beliefert uns mit den ganz leckeren. Und dann auch nicht täglich, sondern es ist was Besonderes. Wie so ein Sonntagsbraten früher aus einmal, unserer Kette. Einmal in der Woche Fleisch und zweimal in der Woche Fisch und der Rest ist eben Gemüse, Salat und auch logischerweise diese 24 Stunden Intervallfasten. Das gehört ebenfalls bei mir fix ins Programm. 24 Stunden? Ja. Das heißt, du hast einen Tag in der Woche, wo du... Wo ich nur ein Frühstück esse, genau. Mhm. Okay, da wollte ich dich sowieso nochmal nachfragen, weil als du, als wir auf dem Treffen waren, warst du ja Speaker und meine Freundin, die Susanne, hat ja einen Gutschein von dir gewonnen für dein Restaurant. Ja. Und der war so hoch und spendabel, dass sie gesagt hat, das kann sie gar nicht alles alleine aufessen. Und da habe ich gesagt, dann komme ich mit. Und hat sie geschmeckt? Sag ich nichts Falsches. Es war super. Es war echt toll. Also die Location ist toll, ne? Direkt am Meer. Ja, also wir reden jetzt vom Restaurant Quantum in Portichol. Hast du noch mehr? Nein. Das wollte ich gerade sagen. Also das Quantum in Portichol. Und erzähl mal, wie lange hast du das schon? Wie kam das dazu? Das gibt es jetzt, das ist im 2. Jahr und der Name Quantum ist entstanden durch die Quantenphysik logischerweise, durch den Anton Zeilinger, ein Österreicher, der den Nobelpreis gewonnen hat im Jahr 2022, dafür, dass er erklären konnte, wie das Danglement funktioniert. Und zwar das Danglement ist die Quantenverschränkung, die Einstein schon 1927 auf der Solvay-Konferenz in Brüssel so kritisiert hat und diskutiert hat mit Max Planck und Marie Curie und Heisenberg und wie die alle heißen. Aber er hat
immer, er hat es zugegeben, dass es da etwas gibt, das er nicht erklären konnte. Mhm. Er konnte es halt nicht erklären, dass es hinter dem Mechanischen etwas Geistiges gibt. Und der Anton Zeilinger konnte es erklären. Und seitdem wissen wir, dass wir nicht mehr glauben müssen, sondern wir wissen, dass wir alle energetische Wesen sind und dass wir alle zusammenhängen und dass alles Energie ist und das Leben eine reine Form der Energie ist, dass unsere Mitochondrien Energie produzieren aus produzieren Adenosin Triphosphat mit organischen Substanzen, die aber woher kommen? Aus der Sonne. Sonnenenergie, weil die machen die Photosynthese und alles, was die Pflanzen erstellen lassen, essen ja auch unsere lieben Fleischkollegen, wo wir auch das Fleisch essen. So, alles kommt von der Sonne. Reine Energie. Simpel und einfach. Und daher kommt der Name. Das heißt, du hast in deinem... Das Konzept war damals schon klar. Also Quantum, wir machen ein Restaurant, wir verbinden Menschen, die intelligent genug sind, ihr Leben selber in den Griff zu bekommen und Verantwortung für sich zu übernehmen. Wir bieten die genialsten Produkte an, die es am Longevity-Himmel zu dem Zeitpunkt gegeben hat, nämlich Nikotinmononukleotid, Betain und Resveratrol. Das sind die drei wichtigsten Moleküle, die dein Körper braucht, um jung zu bleiben und um jung zu werden und um wieder Energie zu produzieren, auch gegen alle möglichen molekularen Krankheiten zu schützen. Schau, wenn du weißt, dass du ab dem 35. Lebensjahr in den Katabolenstoffwechsel kommst, das heißt, jeder Mensch kommt dorthin. Und das passiert nur dadurch, dass auf einmal deine Mitochondrien weniger Energie produzieren. Du produzierst normalerweise zwischen 0,7 und 0,9 Millivolt pro Mitochondrium. Jede Zelle hat ein Kraftwerk und irgendwann wird einfach die Energie weniger. Und wenn du weißt, dass gewisse molekularen Krankheiten und wie die Haupt, einer der schlimmsten Krankheiten unserer Zeit ist Krebs, und da weiß man, ab 0,19 Millivolt kann deine Phagozytose diese entarteten Krebszellen nicht mehr entfernen. Es entarten ja kontinuierlich zwischen 20.000 und 30.000 Zellen in deinem Körper pro Tag werden zu Krebszellen. Ja, aber Krebs im Moment sich, ne? Hast du genug Energie, um diese abzutransportieren. Ja. Das nennt man Phagozytose. Mhm. Diese Energie wird weniger, je älter du wirst. Ergo dessen, du brauchst mehr Energie. Wie kannst du diese Energie steigern? Durch Nikotinmononukleotid, durch dieses Molekül, das eben ich verkaufe. Dadurch wird dein NAD-Plus-Spiegel wieder höher. Du hast wieder viel mehr Energie, so, damit du auch mit 53 so wie, dann, du? So wie ich, ordentlich Gas geben kannst. Du bist genau. 71er Baujahr, oder was? 71er, ja. Ja, ich auch. Ja, aber du schaust ja auch Hammer aus. Ja, hallo. Ernst, du bist 71er Baujahr? Ja, Moment. Wir sind gleich alt. Nee. Doch, was hast du denn gedacht? Minimum 10 Jahre jünger. Ach, komm ja auch. Minimum, ernsthaft? Ja. Willst du meinen Ausweis? Du bist ja Hammerfigur. Ja. Darf ich bitte näher? Halt, nee, stopp! Die Zeit ist vorbei. Ernsthaft? Ja, ja. Welches Monat? März, 36. Du bist älter als ich! Nö! Echt? Ja, 16. Juni. Ja, krass, siehst du, ich bin älter als du. Unglaublich. Mhm. Ja, aber toll. Was machst du? Ja, ich achte schon auch, was in meinen Körper kommt. Also, ne, ich schon länger als 3 Jahre. Also, ich versuche keine Tiere zu essen, schon lange nicht mehr. Und den ganzen, ja, vegan, ja, also intuitiv, weißt du? Gut. Ja, es tut ja super. Und diesen ganzen Schrott. Also, du musst beginnen, mit mir zu arbeiten, meine Produkte zu nehmen, dann wirst du... Du wirst ausschauen... Ja, werde ich auch machen. Ich werde deine 25. Ich werde deine Produkte mal auf jeden Fall testen. Unbedingt. Also ich kann es jedem nur anraten. Es gibt zwei Möglichkeiten, was die Telomerase ist. Erkläre ich ganz kurz. Die Telomere sind die Schutzkappen deiner DNA. Du hast 7-mal die Möglichkeit, deine DNA zu kopieren, wenn du so möchtest. Und die wird so alle 5 bis 7 Jahre, wird deine DNA immer wieder reproduziert. Und die kann sich eben 5 bis 7 Mal reproduzieren, bevor Fehler sich einschleichen, weil diese Telomere, diese Schutzkappen, schwächer werden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diese Telomerase zu verbessern. Das eine ist die Meditation. Nachweislich. Gibt Studien, die nachweisen, es hat eine Studie begonnen in den 80er Jahren, fragen wir, wie sie heißt, mit dem Dalai Lama hat sie begonnen. Ja, aber der sieht jetzt auch nicht so jung aus wie wir. Nee, aber auf was ich hinaus will, diese Studie hat begonnen in den 80er Jahren und die haben heute noch nicht alle Daten auswerten können, weil es so viel zusammengesammelt wurde. Aber eines ist damals herausgefunden worden, dass eben durch 20 Minuten Meditation am Tag deine Telomerase um 30%
Verlängert. Ja. Wenn du eine Stunde meditierst, erspart dir das 3 Stunden Schlaf. Kannst du dir das vorstellen? Oh, das muss ich mal ausprobieren. Weil 3 Stunden Tiefschlaf. Also man sagt, der Schlaf ist der genialste Gesundheitsgrund. Ist das bei dir so? Brauchst du weniger Schlaf? Viel weniger, seitdem ich meditiere. Krass. Wenn ich müde bin, komplett, und ich weiß, okay, ich kann jetzt nicht schlafen gehen, ich meditiere 10, 15 Minuten, ich bin danach fresh, komplett. Ich schlafe vielleicht maximal 5, 6 Stunden am Tag. Oha. Meditiere meine 1,5 Stunden und... Top. 1,5 Stunden meditierst du? Ungefähr. Okay. Es hängt immer davon ab, wie geht's mir. Und wie viel Zeit du hast. Was brauche ich? Die Zeit nehme ich mir. Nee. Also, ja, echt? Ja. Wenn du nicht eine halbe Stunde Zeit hast zu meditieren, nimm dir eine Stunde. Ist so. Dann weißt du genau, da weißt du genau, jetzt ist es der Zeitpunkt, wo du es wirklich brauchst. Ja. Wenn es dann so drüber geht und du nicht mehr herausziehst aus dem ganzen Stress, beginne zu meditieren. Ich werde das machen. Ich habe ja den DNA-Test gemacht und da ist auch ein Bericht über die Telomerase drin. Und da steht schon drin, dass die sich bei mir nicht so schnell abnutzen. Also man sieht an, ne? Aber trotzdem musst du was tun. Also von nichts kommt nichts, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht sehr sportlich, das sieht immer nur so aus. Ich mache halt meinen Yoga, meinen Morgengruß morgens, um mich einfach auch zu dehnen, weil ich sonst total einraste. Und das richtige Essen, ich sage ja immer, dass der Waschbrettbauch wird in der Küche gemacht. Absolut. Also ich weiß nicht, wie viel Sport du machst. Du siehst natürlich auch sehr sportlich aus. Wie viel investierst du da so am Tag? Viel. Jeden Tag. Aber wie viel Zeit? Krafttraining weniger. Ich trainiere immer in Superserie und nur auf Hypertrophie. Also das heißt, mit ganz vielen Gewichten in wenig Repetitionen bis zum Muskelversagen. 3 bis 4 Sätze pro Muskelgruppe. Das mache ich in 20 bis 30 Minuten, arbeite ich das Krafttraining ab, jeden zweiten Tag. Und Ausdauer mache ich schon länger. Also wenn ich Fahrrad fahren gehe, gibt es schon auch 4 Stunden Einheiten. Heute war ich zum Beispiel 1,5 Stunden, also 1 Stunde Laufen und 1/2 Stunde Schwimmen in der Früh. Da habe ich immer so, das sind 10 Kilometer, da laufe ich eben zum Meer. Dort, wo die Body, Mind and Soul stattfindet, in Tolerik, im Sun Club El Dorado. Da gibt es dann so die Rocky Stairs, da laufe ich runter, da gibt es eine schöne Badeplattform, dann habe ich mich 1/2 Stunde rein, mache einmal schnell kraulen, 15 Minuten in diese Richtung, 15 Minuten zurück. Machst gleich einen Triathlon. Und dann wieder zurücklaufen. Ja, da fehlt dann noch das dritte, aber das ist dann eben mit meiner Frau zu Hause. Okay, gut. Lass uns nochmal ganz kurz in dies. Also Leute, es wird ein bisschen länger, als ihr es sonst gewohnt seid, aber ihr könnt ja auch abschalten, aber dann werdet ihr nicht so schlau. Nehmt euch noch einen Kaffee. Was kommt denn noch? Es kommt noch ganz, ganz was Wichtiges. Ja, jetzt kommt noch mal was Wichtiges. Also du hast dein Restaurant. Wir werden das alles verlinken, da müsst ihr unbedingt mal essen gehen, wenn ihr gesund essen wollt. Ach, da wollte ich noch kurz fragen, dass Fisch und Fleisch habt ihr dann natürlich auch. Ist das denn aus den... Biologisch, ja. Okay, das war mir nämlich nicht klar. Mhm. Weil ich hatte mir die Karte natürlich vorher angeguckt, bevor wir gekommen sind. Und irgendwie habe ich es nicht gesehen, aber vielleicht müsst ihr das dann nochmal ein bisschen biologisch. Machen wir. Es wird jetzt eine extra Karte noch zusätzlich erstellt, wo es nur gesunde Sachen gibt. Ja. Also richtig gesunde Sachen, wo auch zum Beispiel beim Huevos Benedictinos, da ist ja noch Brot drunter. Und ich esse es, mein Frühstück, wenn ich es denn esse, ist immer mit Bognato, also mit der Süßkartoffel statt dem Brot. Ich esse kein Brot mehr, schon lange nicht mehr. Ja, ich backe zum mein Beispiel. Brot ja und, solch, und solche Dinge, so wie ich es eben für mich selber verändere, will ich es dann auch in einer speziellen Gesundheitskarte nochmal zusätzlich anbieten. Auch den Quantum Shot zum Beispiel. Den gab es leider nicht, als wir da waren. Ich wollte irgendeinen Smoothie haben. Und die macht die, glaube ich, erst abends oder so. Ja, ihr hattet... Smoothie gibt es eigentlich immer. Okay. Aber vielleicht war gerade extrem viel Stress und dann, wir machen es immer frisch. Alles leer getrunken, ja, genau. Dann kann schon sein, dass die einmal sagen, okay, es dauert länger oder vielleicht erst ein bisschen später. Ja. Aber wir haben jetzt ganz neu im Repertoire den Quantum Shot für die Zirbeldrüse-Aktivierung. Ich liebe ihn, da ist so Honig und Apfelessig und Leinöl und Kurkuma und Ingwer und Cayennepfeffer. Und dann kommt noch rein, lass mich überlegen, genau 87 Mineralien vom Himalaya und das Ganze schön zusammengewürfelt mit einem guten biologischen Honig und dann einmal zapp, ja, genial. Habe ich gesehen, das Video. Ah, kennst du. Das war auch bei TikTok schon. Unbedingt probieren, ja, gibt ja dir Energie, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Also wie gesagt, René, gibt so viele Tipps, die ihr auch alle zu Hause machen könnt, ne? Aber wenn ihr hier seid, müsst ihr mal in dieses Restaurant. Wie bist du jetzt auf die Body, Mind and Soul gekommen? Also das ist ja ein Riesenprojekt, was du noch machst. Wie lange planst du schon dafür? Wie bist du drauf gekommen? Seit Anfang an. Also das war immer Teil unseres Projekts, des Quantum-Projekts.
weil ich mache im Quantum ja auch Vorlesungen und Veranstaltungen, also ein-, zweimal im Monat gibt es immer jemanden. Dr. Becker, ne, war auch schon. Professor Becker war bei uns, genau. Die nächste Veranstaltung ist im September, der Dr. Stefan Kassner kommt. Der ist auch in meinem Podcast, Leute. Ja, wann kommt der? Der ist schon drin. Ah, der ist schon drin. Die Hälfte, die bei dir kommen, sind schon bei mir, haben ihre Geschichte erzählt. Wir sind gut vernetzt. Der, was war für ein Arzt? Heißt Ohrenarzt und ist jetzt Buchautor. Ganz toller Mensch. Ja, ganz also toll. Ich liebe ihn. Seine Story ist ja so genial. Ja. Hat er dir das erzählt, wie er eigentlich Priester werden wollte? Da ist mir das Herz aufgegangen. Nee, das kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Hat er vergessen, glaube ich. Er hat erzählt, dass er ins Zölibat wollte, damit er sich nicht mit seiner Sexualität auseinandersetzen muss. Stell dir das vor. Da ist er bei meinem Podcast nicht zu tief reingegangen. Also über seine... Ich glaube, über seine Sexualität haben wir nicht gesprochen. Ja, ganz ein wichtiges Thema. Aber richtig genial, wunderbare Seele. Ja. Also über diese, das war immer schon geplant, die Body Mind and Soul zu machen. Wir wollen sie ganz groß machen 2027. Warum? Weil da wird nämlich die Solvay-Konferenz von Brüssel 100 Jahre alt, wo das intelligenteste Foto der Menschheit entstanden ist. Kennst du das? Du musst googeln. Mach ich gleich. Google intelligenteste Foto der Menschheit, dann kommt dieses Foto und das gleiche will ich 2027 machen, hier auf Mallorca, mit den intelligentesten Menschen aus, aber dieses Mal fakultätsübergreifend, weil damals waren nur Physiker und Mathematiker dabei, ich will sie aus allen Bereichen, Epigenetik, Medizin, Philosophie ist ganz ein wichtiger Faktor, weil man muss es ja auch an die Menschen tragen, das Wissen. Biohacker, alle. Und das will ich damit finanzieren. Ich will 2027 die größte Messe mit den intelligentesten Menschen der Welt hier auf Mallorca haben. Und hast du da schon die Location? Ja, klar. Wir haben das Konferenzzentrum hinterm Quantum und wir haben Tolerik. Wir haben unsere, wir haben auch Sonamar steht auch da groß mit am Papier. Ich meine, du bist ja vom Fach, was Events angeht. Ja, klar. Da muss man sich ja gar keine Gedanken machen. Aber nochmal zurück. Also wir reden ja jetzt von diesem Jahr. Es ist ja schon bald im Oktober. Sag mal das Datum kurz. Es ist 17. bis 20. Oktober. Ja. Aber wie bist du dazu gekommen? Also planst du das jetzt schon 2 Jahre? Mhm. Was du jetzt hier durchziehst, planst du schon 2 Jahre? Ganz genau. Krass. Und erzähl mal, für die, die es jetzt nicht wissen oder sich gar nichts darunter vorstellen kann, was hast du vor? Body, Mind and Soul meinst du, ja. Was da passiert? Da gibt es mittlerweile schon fast, ich glaube, 38 Speaker, über 30 Workshops, in 4 Tagen komprimiertes Wissen, sehr günstig für jeden zugänglich, über alle Sparten. Es gibt Mediziner, es gibt Pharmazeuten, es gibt Biohacker, es gibt Meditationscoaches, es gibt Motivationscoaches, es gibt viel Yoga, es gibt viel Meditation, es gibt viel Sport, es gibt super gesundes Essen, Claudelle Deckert und Silke Gardellen kochen für uns, Vollpension, komplettes Programm von 6.30 Uhr in der Früh bis Mitternacht. Ja, ernsthaft. Also es beginnt um 6.30 Uhr mit entweder geführter Meditation, Yoga oder Fitnesseinheit, kann man wählen. Logischerweise nichts muss, alles kann unter dem Prinzip. Dann geht es weiter mit einem gesunden Frühstück. Dann kommt das erste Workshop-Modul von 9 bis 11, dann von 11 bis 1 die ersten Speaker. Dann wieder gesundes Mittagessen. Dann von 3 bis 19 Uhr wieder alle Speaker. Von 19 bis 21 Uhr Workshop-Modul. Und von 21 Uhr weg dann geniale Partys oder Lesungen auf der Lesewiese. Oder eine Full Moon Party, also nicht Party, sondern wir haben ja am 17.10. haben wir einen Vollmond und da findet eine Vollmond-Zeremonie statt, auf die freue ich mich so besonders, das macht die Natalie, ich weiß nicht, ob du sie kennst, stelle ich dir noch vor, die macht da eine Zeremonie auf der Badeplattform mit genialem Licht, unglaublich, also das muss man sich so vorstellen, es ist ja im Felsen drinnen, diese Badeplattform, der Vollmond vor uns, das Wasser kristallklar und 2-3 Stunden mit tiefgehender Meditation, Reinigung im Meerwasser. Geil, ja. Geniales, dann danach tanzen frei, also nach Cosmic Music Movement, genial. Also da werden so viele schöne Momente entstehen in diesen 4 Tagen, das wird unglaublich, werden so viele schöne Blumen ins Quantenfeld setzen, das wird genial. Und das ist die Body Mind and Soul vom 17. bis zum 20. Oktober und der Preis ist unschlagbar. Du bekommst alles für 699 Euro. 4 Tage, 3 Nächte.
So viel kostet ein Ticket bei einer normalen Convention ohne irgendwas dabei. Da hast du Übernachtung im schönen Bungalow dabei. Du hast alle Sportmöglichkeiten. Du kannst an allem teilnehmen, was immer du möchtest. Du kannst Tennis spielen, du kannst Beachvolleyball spielen, die geniale Location, drei Swimmingpools, Kraftplatz ohne Ende. Also schöner geht's nicht. Und das zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz schon tiefster Winter sein kann. Und hier ist noch herrlicher Sommer. Das ist quasi so ein kleiner energetischer Kurzurlaub, ganz für die, genau, die eingeflogen kommen. Wie ist das von der Insel? Gibt es auch so Tageskarten, wenn man jetzt nicht? Ja, klar, ich kann zum natürlich. Beispiel jetzt nicht 3-4 Tage hier weg. Im Oktober sind wir ja noch voll. Also die Tageskarte kostet 25 und der Eventpass für 4 Tage 79. Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht. Den Preis habe ich nämlich noch nirgendwo gefunden. Mhm. Findest du auf der Ticketseite. Okay, verlinken wir auch alles, ne? Mhm. Und nimmst du noch Speaker dazu oder seid ihr schon voll? Wir sind zwar über drüber brechend voll, aber ich sage im Moment zu nichts nein, weil wir haben so viele Freiflächen. Es ist 5 Hektar groß. Es ist für jeden Platz dort und es hat jeder seine Berechtigung und jeder, der dabei sein möchte, ist herzlichst eingeladen. Das ist genau der Unterschied zwischen allen anderen Events. Ich will auch nicht Millionen verdienen, sondern wirklich bei 699 Euro sind die Kosten gedeckt. Dafür kann aber wirklich jeder kommen. Mhm. Das ist ein Preis, den kann sich fast jeder leisten. Und wenn er sich nicht leisten kann, dann schreibt es mich an, dann unterstütze ich finanziell. Gar kein Problem. Krass. Mache ich gerne. Und das hast du jedes Jahr vor oder alle 2 Jahre? Jedes oder Jahr. Okay. Aber 27 wird es richtig mega, mega. 27 wird es ganz, ganz, ganz groß. Okay, was haben wir jetzt? 24, also noch 3 Jahre. Aber sonst machst du, hast du es jedes Jahr zur gleichen Zeit, auch vor dem gleichen Ort oder wie willst ganz du genau, das etablieren? Ja, auf alle Fälle. Es soll immer, wir haben in Dolierik, wir haben ein Aforo von knapp, am Ende des Tages, wenn du alles bespielen willst, 10.000 Personen. Und da ist natürlich viel Luft nach oben. Im Moment vielleicht bei der Veranstaltung gehen wir jetzt davon aus, dass vielleicht 1.500 Leute kommen, so in dem Bereich. Aber du hast Platz für 10.000? Maximal 10.000 Leute können dort. Wow. 5 Hektar. Fünf Hektar. Ich kenne diese Location nicht, ey. Die ist riesig. Was ist denn da sonst so? Ein Bungalow-Komplex mit ganz vielen Sporteinheiten, 3 Poolanlagen. Aber sind da sonst auch Events, so Konzert oder so? Nein. Das ist das Erste, was du da jetzt... Ganz genau. Krass. Weil... es darf nicht zu laut Musik gemacht werden. Es gibt Anrainer und damit ist natürlich das Thema Spiritualität, so wie wir es machen, perfekt dafür. Ja. Toll. Wahnsinn. Hab ich dich jetzt alles gefragt? Möchtest du noch irgendwas erzählen? Also ich denke, wir haben viele Fragen beantwortet. Sollte es noch Fragen geben, ich bin immer jederzeit für euch da, gerne. Ja. Und man kann mich in meinem Restaurant antreffen, mir Fragen stellen, man kann mich auf der Body, Mind & Soul sehen. Ich bin auch jetzt eingeladen worden auf die Kopenhagener Health Week am 21. Als Speaker, ne? Als Speaker. Habe ich schon gesehen. Ja, also es wird mehrere Möglichkeiten geben, mich zu treffen, aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht um jede einzelne Person, um das Leben zu verschönern und zu verbessern und gesünder durchs Leben zu gehen. Das ist unser Auftrag. Ich glaube auch deiner, das sehe ich ja. Du bist ja auch jemand, der im kleineren Menschen, Rahmen. Nein, ganz und gar nicht. Du wirst gehört in Deutschland und über deinen Podcast sind 4 Menschen auf die Body, Mind & Soul aufmerksam geworden. Warte mal ab. Und das werden, glaube ich, ganz viele mehr werden. Ja, ja. Und du bist natürlich live dabei bei der Body, Mind & Soul. Auf jeden Fall. aber weil das ja ein Auswanderer-Podcast ist, hast du für unsere Zuhörer, die auch auswandern möchten, noch einen Tipp? Einen Tipp, die auswandern möchten? Ja, unbedingt. Ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst hier doppelt so hart arbeiten als zu Hause. Nicht hierher kommen und Urlaub machen wollen. Das wird nie funktionieren. Danke, macht dass du euch das sagst. Bitte keine Illusionen. Spanien ist ein Land, wo du richtig als Ausländer arbeiten musst und einmal zeigen musst, was du kannst. Und lernt vorher die Sprache. Hast du auch die Leute, die zu dir sagen, du hast ja immer Urlaub hier? Und das stimmt auch.
Das sage ich immer, ihr habt vollkommen recht. Das war immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Es muss sich immer wie Urlaub anfühlen. Und deine Arbeit? Ja, meine Arbeit. Ja, aber sie ist schon Arbeit. Also, weißt du, wir arbeiten ja auch viel, aber es fühlt sich gut an. Also, genau. Ja, aber es ist schon Arbeit. Also, du ackerst ja auch den ganzen Tag. Allein deine Videos, die du machst und so. Aber und man sieht schön. Natürlich sieht man ja auch, dass es schön ist. Ja, aber es ist ja trotzdem Arbeit. Ist immer davon abhängig, wie du es für dich selber definierst. Ich mache nichts, was ich nicht wirklich machen möchte. Ich mache nichts, weil ich es machen muss, sondern ich mache es, weil ich es möchte. War das schon immer so oder musstest du dich jetzt hocharbeiten? Immer. Nein, war immer so. War für mich immer klar, ich war nie ein Mensch, der sich anstellen lassen wollte und führen lassen wollte. Ich musste immer führen. Es war immer mein Drive. Ich wollte immer überall der Beste sein im Prinzip. Also ich war sehr, sehr getrieben. Wollte ich gerade sagen, in allen Bereichen. Also du musst dir vorstellen, ich bin nicht besonders groß. Und ein bezeichnendes Beispiel dafür, ich habe Eishockey gespielt bis zu meinem 16. Lebensjahr und war in meinem Eishockey-Team der beste Spieler. Und damals ist mein Team mit einem anderen Team fusioniert worden, wo zwei Leute dabei waren, die waren ähnlich gut. Und die mochte ich nicht. Das waren so Erzfeinde von mir. Und beide waren danach in der NHL gute Spieler, musst du dir vorstellen. Und ich war aber besser als die. Aber ich bin hergegangen, zu dem Zeitpunkt, wo die Fusionierung klar war, haben in meinem Stadion damals die Grazer Giants American Football Trainingscamp gehabt. Und ich komme raus, sehe dieses Spiel, denke mir, das ist ja tausendmal besser als Eishockey, gehe dorthin, alle Männer so 2,10 Meter Hühnern, ich als kleiner 60er dünner, gehe dorthin und sage, hey, ich will spielen. Und damals sagt der Defense-Koordinator, der Dr. Christian Sabuga, schickt zu mir, komm wieder, wenn du 100 Kilo hast und 2 Meter groß bist. Und ich so, wie jetzt? Und dann hat der damalige Präsident, der Dr. Stefan Herde, gesagt, nee, lass ihm doch die Möglichkeit, wir brauchen ja Juniors. Und damit war ich der erste Junior Giant und habe mit 19 mein erstes Spiel bei den Großen gespielt und habe damals den Rekord gebrochen von allen 28 Punkten in einem Spiel. War danach Nationalteamspieler, fünffacher Staatsmeister, habe 1995 die meisten Punkte der gesamten Liga gemacht und war zweimal eingeladen in NFL-Camps und das war eigentlich bezeichnend für mein Leben. So hat sich danach immer mein Leben weiterentwickelt. Also ich war immer auf Superlative von mir selber angewiesen und ich wollte immer der Beste sein. Weil du so klein bist? Oder was treibt dich? Wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da... Also ich glaube schon, dass das die fehlende Anerkennung in meiner Kindheit war. Mhm. Also ich war ein Scheidungskind. Und musste mit 3-4 Jahren eigentlich schon alleine durchs Leben stapfen. Und dadurch wirst du sehr hart. Mhm. Und dadurch weißt du auch, wie du dich wehren kannst und was du tun musst, um eben dein Ziel zu erreichen. Ganz klar. Mhm. Man ist immer das Produkt seiner Umgebung, bis man erkennt, dass man es eigentlich nicht sein muss. Und das ist ein schöner Umkehrsatz, weil... Da wurde ich ja produziert zu dem, der ich geworden bin. Ja. Und jetzt habe ich gelernt, mich selber zu heilen und ab jetzt die Verantwortung für das zu übernehmen. Bis dorthin kann man sich Opfer nennen. Ab dem Moment, wo man erwacht, ist man kein Opfer mehr. Genau. Das entscheidet man ja auch selber, ob man Opfer ist. Und ich finde ja, der Glückler hat so schön gesagt, du kannst deine Kindheit ja nochmal neu schreiben. Kannst du, ja. Und der hat auch so ein paar geile Ansätze. Das traut man ihm immer nicht zu, aber der ist auch sehr, sehr spirituell. Und ja. Der hat einfach seine Kindheit neu geschrieben, weil er auch eine sehr, sehr schlimme Kindheit hat. Ne? Okay. Man muss ja nicht ein Leben lang in seiner Kindheit hängen, wenn sie so furchtbar war. Darum geht es ja am Ende des Tages. Also wie lange gibst du irgendjemand anderen die Schuld? Wie lange willst du diese Opferrolle spielen? Genau. Und wenn du bereit bist, das endlich abzulegen und endlich aus deinem Raupendasein zum Schmetterling werden möchtest, dann mach's. Ja. Und dann lerne fliegen. Und das mache ich seit 3 Jahren. Und ich kann es nur jedem anderen auch anraten. Lass das Raupendasein. Genialer Gedanke. Genau. Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. René, ich danke dir für deine offene Geschichte. Gerne, Sarah. In allen Belangen. Ich hoffe, ich habe deine Frau auch mal hier sitzen. Und dann beleuchten wir mal die andere Seite, wenn sie Lust hat. Ich werde sie fragen. Ich danke dir. Dankeschön. Und wir sehen uns alle auf der Body, Mind and Soul. 17. bis 20. Oktober. Und wenn ihr dieses Jahr nicht das rechtzeitig gehört habt, es wird jetzt jedes Jahr stattfinden. Also wir sehen uns ganz irgendwann. Ganz genau. Irgendwann kommt jeder. Alles klar. Bis dann. Vielen Dank, René. Mach's es gut. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat,
dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast. Und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.